Ah, warte mal, kann ich den Mülleimer hier noch anklicken? Nee, den Mülleimer kann ich nicht anklicken. Okay, Mülleimer können wir nicht anklicken. Irgendwas muss es garantiert mit den Pflanzen auf sich haben, oder? Alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber diese Pflanze habe ich doch jetzt schon. Gibt's noch irgendwas anderes, was ich aufheben kann? Okay, Pflanze. Ich habe sie gestern erst gegossen. Aber der sagt hier nicht viel anderes. Okay, wir gehen doch mal hoch. Zum Chef. Wie ist es abgeschlossen? Warum ist es denn abgeschlossen? Miss Goulette? Miss Goulette? Sag ich doch. Something's bad. The downstairs handkerchief has basement all over the blood. No, I mean. Good heavens, Sugar. That rag's got blood all over. Have you hurt yourself again? No, it's... We keep telling you boys to follow company safety policy. I send out memos almost every week. I honestly don't know why I bother sometimes. You may look like capable grown men in those boiler suits, but you're really just big boys, ain't you? But I'm not the one who... No need to explain. Let me just take care of that for you. Now, let's see what Gloria has for you here. Oh, nice clean band-aid. Just go wash up and put that on. You'll be as good as new. But... Now run along, you little scamp. So, mal rafft die eigentlich nicht, dass ich darauf aufmerksam machen will, dass da im Keller ein Blutbad ist. Was will ich denn jetzt mit einem verkackten Pflaster, Leute? Die hat mir ein verkacktes Pflaster gegeben. Hier, guckt euch das doch mal an. Was will ich denn mit einem verkackten Pflaster? Hat die einen an der Klatsche? Miss Goulette! Zeit zu gehen, Joe. Nach dieser Leistung denkt sie sicherlich, dass du gestört bist oder so. Geh besser wieder ins Labor und finde noch mehr heraus, bevor du dich noch lächerlicher machst. Wieso soll die denn denken, dass wir gestört sind? Sie ist doch gestört, sie hat mir ein Pflaster gegeben. Okay. Moment. Nur nicht, dass ich nicht was verpasse. Okay, es gibt zwei Achievements, die jemand häufiger hat als das, was ich gerade gemacht habe. Also Extreme Gardening und Think Like a Samurai. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas Samurai-mäßiges gerade machen kann mit meinem Pflaster. Aber hey, ja, richtig. Plot Twist, die Sekretärin ist Ärztin. Die wird schon wissen, was sie tut. Habe ich vielleicht hier irgendwas vergessen anzuklicken? Aber ich glaube nicht, wa? Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal wieder runter. Aber was anderes können wir doch eh nicht machen. Irgendwie ist es ein bisschen weird. Hast du dich Lausbub genannt und du regst dich über das Pflaster auf? Ja, manchmal bin ich halt der Lausbub. Da kannst du nichts machen. Okay. Joe hat das Durchsetzungsvermögen eines Antilopen im Löwengehege. Ah. ja, geil. Was machen wir jetzt hier? Wir machen einfach mal die Tür auf, oder? Leck mich fett! Das ist eine dieser irren Türen, bei denen zwei Leute gleichzeitig die Schlüssel umdrehen müssen, um sie zu öffnen. Das sieht aus wie aus einem James-Bond-Film. Außer, dass diese Türe keine Schlüssel benötigt, sondern Knöpfe. Pflaster, Leute! Pflaster! Easy peasy! Als könnte ich es nicht lösen. Ich lege das Pflaster auf die Scheiße drauf, der wird reingeklippt, dann drücke ich drauf und dann bin ich James Bond. Okay, ein bisschen Overacting muss ich natürlich an den Tag legen, ne? Ist ja... Meine Kombinationsgabe ist insane. Komm schon. Leck mich fett. Alleine da wusste ich schon. Brillant weiß. Brillant. Oh. Aha. Wen haben wir denn hier?
Erstmal klicken. Der Mann braucht meine Hilfe, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ey, wenn ich da klicken will. Es sieht nicht so aus, als ob es ein Sender auf einen Sender eingestellt ist. Das ist ein, es programmiert etwas, glaube ich. Dazu habe ich wirklich keine Zeit. Ich sollte mir wirklich Sorgen um den alten, blutenden Mann machen. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Hallo, verletzter Mann. Mister, are you all right? You're bleeding. That's a lot of blood. Stay right here. I'll go get help. No! Don't. Don't get anyone. Are you alone? I'm not sure what... I asked you a question. Are you alone? Yes, yes, I came down here by myself. Good enough. Listen, I'm shot mad. I don't have a lot of time, but I'm also not important. At least this version of me isn't. What's important is that you understand what I am about to tell you now. Should I be writing this down? I don't have anything to write with. Shut up and pay attention! You're standing on the brink of an extinction-level event, set in motion by greedy half-wits that will eventually end the lives of every man, woman, and child on the planet. I know this because I'm partially to blame. And though I realized our folly in time, less sane and more senior heads prevailed. I have arrived from 40 years into the future to prevent it from happening. Things are obviously vastly more complex than this, but for lack of time to explain this properly to an insufficiently primed recipient intellect, I am what you would probably perceive as a time traveler. Mister, you've obviously lost a lot of blood. Quiet! I have planned this out in every detail for the better part of my life. And I'll be damned if I will let it fail because of a single gun-toting, overachieving parking attendant who wasn't where he was supposed to be at this point in time. Thankfully, you look fleeceable enough to be coaxed into performing one simple task for me. I want you to find me and tell me about this event before I depart for the past. You'll need this. What is this? It is a portable interdimensional planar membrane chronosync instrument. Ach so. It's a goddamn time machine, okay? For reasons you'll quickly come to realize, the device runs on solar rechargeable batteries. Despite this, I want you to keep it hidden until you're out of town. Don't let anyone see you with it, especially in here. Mister, between the blood and all this space talk, you're making me quite dizzy. I'm not sure how I can help you other than by calling security and getting you to an ambulance. Just take the damn device and find me. You find me, you hear? Go. Go. Mister? Mister? Help! Help! Ich glaube, der braucht kein Pflaster mehr. Hä, was? Stay right there, sir. Listen, you gotta help me. There's a guy in there. There's a lot of blood. He needs help. I said, stay right there. But I work here. You know me. Keep your hands where I can see them. Palms flat against the wall. Spread your legs. Nein. The police are on their way. Kapitel 2. Die Zukunft. Look, I don't want to be unreasonable here. All I want is some simple answers to some simple questions.
you want this to become complicated, do you? Because, we can do that, you know. Make things complicated. Is that what you want? No, sir. Yeah, didn't think so. Let's just keep this nice and informal, shall we? See, I'm a simple, easygoing fella. I try to be affable and not go too hard on people. That's what I find works the best. Now, my partner over here, he's a different kind of guy. A real stickler for the rules. Ain't that right, Burke? See, I'm not too good with long, complicated answers. I confuse easily. Some kind of brain problem, I don't know. So sometimes I gotta consult him, you know, in complicated matters. He's got a real talent for helping suspects simplify their statements. Thing is, he's not much of a people person, so most people seem to prefer dealing with me. So tell you what, I give you some simple questions, you feed me some simple answers, and we're all home before Donahue. How's that sound? Now, do you mind telling me what this is? Take your time. So weird ich das Spiel auch finde, desto lustig finde ich es eigentlich auch. Okay. Wir sind also Putzmann in dem Büro, werden befordert, dass wir das ganze Gebäude alleine putzen müssen. Finden unten Blut im Keller, wischen es auf, wollen es der Sekretärin geben. Die gibt uns ein Pflaster. Mit dem Pflaster helfen wir nicht den fast toten Mann, sondern kleben es auf den Schalter drauf, damit wir überhaupt den toten Mann sehen. Der sieht fast aus wie Abraham Lincoln. Sagt, er ist ein Zeitreisender. Ich muss sein eigentliches Jetzt, Gegenwarts, ich finden. Er gibt mir eine Zeitmaschine, die aussieht wie... eine Dose. Wir werden verhaftet. Und jetzt sitzen wir hier bei Gute Bulle, Schlechter Bulle. Was fast so klingt wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Vielleicht driftet die Story dahin ja noch ab. Hallo Ramona. Also Leute, ich hoffe, die 10 Pfund bleiben drauf, die du auf dem Bildschirm zugelegt hast. Dürre Typen wie ich, die überleben nicht lange im Knast. Ja, die 10 Pfund, ne? Ich bin sicher, dass das hier nicht zu meinem Schutz ist. Ich hoffe, da ist jemand dahinter, der zuschaut. Dann habe ich zumindest Zeugen, wenn die mir die Seele aus dem Leib prügeln. Ach, was soll's. Das macht sicher keinen Unterschied. Ich sehe einen blassen, ängstlichen Typen. Das bin ich. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, an wen mich Joe erinnert. Die ganze Zeit. Und jetzt, wo Paul schreibt, der Typ in Orange sieht einer aus wie von den Beatles, ist es mir endlich eingefallen. Das sieht aus wie der eine Typ aus Narcos. So fast dasselbe. Okay, gut. Türe. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, dass die Türe verschlossen ist. Ich habe jetzt auch keine Lust auszuprobieren. Das wäre auch echt nicht so eine clevere Idee. Ich sollte gründlich über meine nächsten Worte nachdenken, die ich sage. Das glaube ich allerdings auch. Der Polizist hat sich nicht vorgestellt, aber ich kann den Namen auf seinem Schild gerade noch so erkennen. Da steht F. Bukowski drauf. Lest mich. Geht er besser nicht dran, wenn ich meinen Arm behalten will. Er sieht so aufgeregt aus. Ich habe ihm die Wahrheit bereits zusammen gesagt und er hat mich nur angestarrt und dann wieder nachgefragt. Ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist, ihn zu provozieren. Die Maschine pulsiert. Porte ich mich jetzt einfach raus? Ich weiß echt nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, dann Zeitmaschine. Wo ist das Licht denn verschwunden? Hallo? Wurde ich gerade umgehauen? Ich fühle mich seltsam, so als hätte mich jemand zusammengefaltet und dann wieder aufgeblasen. Was für ein Bescheiter. Hallo! Wow, Mann, das ist ja hell.
Was zum Geier ist denn hier passiert? Mann, ist mir schwindelig. Was war das? Was ist hier passiert? Wie lange war ich weggetreten? J. Edgar Hoover. Das ist Herr Hoover. Ich habe sein Bild schon häufig in der Zeitung gesehen. Ja, das ist so ein bisschen hier mit dem Baum. Hat das so ein bisschen was vom Portal. Das stimmt sogar tatsächlich. Das Türschild sagt Zeugenraum. Er ist abgeschlossen. Gehen wir jetzt ins Erdgeschoss oder zur ersten Etage? Macht das nicht überhaupt, das macht aber überhaupt gar keinen Sinn. Bin ich gerade auf Gleis 0,5 oder was? Ich bin echt verwirrt. Das sieht nicht wie im geringsten wie eine Polizeistation aus. Wohin haben die mich gebracht? Gott, was ist das? Mir ist sehr übel. Ich habe noch keinen blassen Schimmer, was hier passiert ist. Und jetzt baumelt eine Leiche von der Decke? Das ist ein Albtraum. Das muss es sein. Was ist hier los? Also, dass das so abdriftet, hätte ich jetzt nicht gedacht. Da ist ein Schlüssel an seinem Gürtel befestigt. Ich sollte ihn mir einfach schnappen und hoffen, dass mir das hier irgendwie raushilft. Okay. Wofür dieser Schlüssel auch immer ist, ich hoffe, er bringt mich sehr weit weg von hier. Oder er weckt mich einfach auf. Das wäre simpel, ne? Bürotour. Abgeschlossen. Das werden wir ja gleich sehen. Das passt nicht. Okay, nevermind. Hier ist ein Hammer. Ein Hammer. Die scheinen die Tür ziemlich hektisch vernagelt zu haben. Er ist mit Brettern vernagelt. Ja. Ich komme da nicht rein. Dann schlag die halt auf. Der Hammer hat keine Klaue, um die Nägel zu entfernen. Und die Holzplanken sind zu dicht, um sie zu zertrümmern. Es muss einen besseren Weg hier rausgeben. Ich hatte immerhin eine gute Idee. Gehen wir mal weiter nach oben. Witzig. Dahinter ist ein Safe versteckt. Verrückte Sache, Mann. Aber er ist verschlossen. Das ist White Herb. Wie gut, dass diese Bilder Schildchen haben. Darauf wäre ich nie gekommen. Das ist der Sheriff, der Paul Newman und Yul Brynner in Butch Cassidy and the Sundance Kid erschossen hat. Hammer! Ich sollte Brynner nicht hängen? Was? Hier ist irgendwas mit einem Seil. Und ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt nicht einfach an... Könnte hier das Achievement mit dem Samurai vielleicht zusammenhängen irgendwie so? Maybe? Loch. Okay, ich wollte nur, dass... das war ganz total verrückt, Ding. Dass der durchgeknallte Zeitreise doch recht hatte. Was ist, wenn diese komische Box mich doch da nach draußen bringen würde in die Zukunft? Ich meine, denk mal drüber nach, Joe. Welche andere logische Erklärung könnte es geben? Du träumst nicht und das steht verdammt nochmal fest. Dafür habe ich viel zu starke Kopfschmerzen. Das ist ein großes, klaffendes Loch im Boden. Das ist die Tür an Ort und Stelle. Da ist ein Schlupfknoten und das Gewicht hält ihn fest. Ich bekomme ihn nicht entknotet. Hier ist noch eine Tür. Türklinke ist abgebrochen. Okay, dann gehen wir wahrscheinlich nach unten.